gerade hier in der letzten Folge habe ich hier den, meinen Dolly abgestellt. Und jetzt fahre ich rüber in den Hof und lade unseren neuen niegelnagelneuen R938. Den fahre ich rüber nach Bexbach. Von Bexbach aus nehme ich den KMC dann mit nach Hause. Gleich 10 Uhr, bis ich in Bexbach bin, bis der Arm und das ganze Werkzeug verladen ist, bis der Bagger verladen ist. Ja, da wird eine Zeit vergehen, denke ich. Der Apparat. Wir haben schon 20 vor 4. Wir haben jetzt erst den Altbauarm vom KMC. Haben wir jetzt abgemacht. Der liegt hier vorne drauf. Zweite Tieflader, noch ein bisschen Werkzeug dabei, dann kommen ständig Kipper zwischendrin, die dann abladen und dann wieder laden. Es ist katastrophal. Ah ja. Ich fahre jetzt erst rein und dann hier den 938 ab. Wie gesagt, der Arm ist schon weg.
Denk an dein Kühltasch. Geladen, den fahre ich jetzt schnell rüber in den Hof, in die Werkstatt. Was war das? Stein. Dann werde ich vermutlich nach Rammstein fahren, werde unseren unseren Long Reach laden. Vermute ich. Und der geht dann rüber nach Wolfstein. Wolfstein, mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Machen, ob wir zuerst den Arm runterstellen und dann den Bagger hinten dran. Lass ich jetzt erstmal eruieren. Straße und hier die Straße vorne dran sieht aus wie Sau. Da kommst du mit dem frisch gewaschenen Fahrzeug, kommst du aus der Waschstraße und musst dann wieder über die schmutzige Straße hier fahren. Ja, wie steht dann ihr da? Ihr macht es ja wieder. Von dem her
viele Fahrzeuge drüber, wenn man die Spuren hier sieht, und dann kann ich das auch machen. Stellt mich hinter der Bagger, dass ich dann nur noch quasi gerade drauf fahren muss.
So, geladen. 9 Tonnen auf die Zwillinge. Für mein T-Shirt draußen zu laden, definitiv zu kalt. Hoppla, da ist er. Und mit Jacke definitiv zu warm. So, damit fahre ich jetzt rüber nach Wolfstein zu einem in eine Fabrik, die Binden und was weiß ich, Pflaster und so einen Kram herstellt. Da werde ich nicht filmen drin. Ich werde die Einfahrt vielleicht filmen, aber mehr nicht. Ja. Dann melde ich mich wieder, wenn ich leer habe. So, 10.15 Uhr, bin jetzt gleich da. Geht auch um die beiden Kurven und dann ist rechts ist schon die Firma. Schon das Werk. Gucken, wo ich stehen bleibe. Ich muss mich erst an der Pforte beim Pförtner halt anmelden. Da ist es mit dem Parken oft nicht so einfach. Wenn hier links jetzt gleich frei ist, parke ich hier. Ansonsten muss ich halt wohl auf der Straße stehen bleiben. Hier ist nichts frei. Okay, dann bleibe ich hier auf der Straße stehen, beziehungsweise an der Einfahrt. Stadt. Dort lade ich unsere 726, unsere Planierraupe. Die bringe ich dann wieder runter nach Imsweiler an den Tunnel.